Aloha Wohnzimmerkapitäne, moin Seekräuter und willkommen zurück zum Ausblick. Wir kümmern uns diesmal um U-Boote. Wir blicken durch das Seerohr hier voraus und zwar in die nächsten 6 bis 12 Monate, weil in dem Zeitraum werden die U-Boote dann wohl frühestens so richtig auf die Server integriert werden. Ja, sie sind angekündigt worden tatsächlich nach fast einem Jahr. Da ist es ja her, dass wir eben Schrecken der Tiefe fahren konnten und jetzt hat man auf den Schrei, auf die Mehrzahl der Spieler gehört und möchte U-Boote integrieren auf dem Live-Server. Es wird zuerst einen geschlossenen Test geben, einen geschlossenen Server, wo nur bestimmte Leute, möglicherweise mit Einladung, Supertester, Entwickler, vielleicht Kontributoren, vielleicht dann auch Freibeuter, diese Schiffe testen dürfen und ihr Feedback geben dürfen. Die Mechanik wird angepasst, es wird fein getuned und danach wandert die ganze komplette Mechanik inklusive Gameplay, also inklusive Schiffen und so weiter, dann auf den Live-Server. Aber nicht in die Zufallsgefechte sofort, sondern in einen separaten Spielmodus, der speziell auf U-Boote oder ausgerichtet ist, um da die Mechanik weiter anzupassen an das Spiel auf einem Live-Server. Weil auf einem Test-Server kann man das niemals so testen, wie es eben auf dem Live-Server ist. Auf dem Live-Server möchte man sich an Werte halten, man möchte sich verbessern. Manche Leute oder viele Spieler sind auch Statistik getriggert, einige zumindest. Und auf einem Test-Server testet man einfach, fährt Kamikaze möglicherweise rein. Das macht man auf dem Live-Server eben eher nicht, weil man ja möchte, dass man möglichst positive Stats hat und nicht unbedingt so viel riskiert. Deswegen wird das umgezogen, halt in diesen zweiten Modus rein, wo dann jeder, soweit ich das verstehe, zumindest von uns dann teilnehmen kann, indem er den Gefechtsmodus wählt und dann da mitmacht. Und Wargaming kann nebenbei einfach weiterentwickeln und hat losgelöst von dem normalen Spiel, in dem man im Zufallsgefecht will, dann hat man nämlich nichts mit U-Booten zu tun. Und das, sagt Wargaming, wird mehrere Monate dauern. Und wenn diese Entwicklung dann, ja, dieser Zyklus der Entwicklung abgeschlossen ist, dann möglicherweise, das steht da jetzt nicht konkret, kann man aber erahnen, könnten diese Schiffe, U-Boote, Tauchboote, wie auch immer man sie nennen möchte, dann den Weg auch in Zufallsgefechte, möglicherweise Clan Wars oder Ranked, schaffen. Wie gesagt, das steht jetzt nicht in diesem Artikel, aber denken wir jetzt einfach mal ein bisschen kaufmännisch und das ist hier ein Unternehmen. Wer wird schon jede Menge Geld und Entwicklungszeit in die Hand nehmen, wenn man nicht das Ziel hat, eine neue Mechanik oder ein neues Schiff, einen neuen Schiffstypen dann auch in alle Gefechtstypen in dem Spiel zu integrieren. Ja, im CV-Rework arbeitet man auch noch, damit sie endlich in die Lage versetzt werden, eben im Ranked und im Clan War Modus und so weiter fahren zu können. Sie wurden ja sogar schon angekündigt, wurden dann wieder rausgestrichen. Also eine Sache. Was könnten denn jetzt die Beweggründe für World of Warships sein, diese Schiffe zu integrieren? Ja, eine Sache habe ich sogar noch vergessen. Es werden zuerst amerikanische und deutsche Schiffe den Weg als U-Boot sozusagen ins Spiel schaffen. Das freut mich so ein bisschen natürlich, da es ja auch immer wieder Stimmen aus der Community gibt, die dann sagen, ja, wir sind so ein bisschen benachteiligt und so weiter gegenüber anderen Nationen. Wir haben keinen Superkapitän und so eine Sachen. Hier werden wir dann wahrscheinlich eine relativ schlagkräftige Flotte erleben. Müssen wir mal sehen. Es ist natürlich alles noch Work in Progress. Aber zurück zu dem Punkt, warum macht Wargaming das wohl? Zum einen wird natürlich neuer Content kreiert. Das heißt, es kommt eine neue Möglichkeit. Man kann eine neue Schachtel der Pandora, wo man auspacken kann, nach und nach neue U-Boote entdecken kann, die dann auch vorstellen kann, möglicherweise Premium-U-Boote erstellen kann. So Typ 21 oder was auch immer dann so als Premium-Boot vielleicht kommt. Vielleicht ist es dann auch ein T10-Schiff, wer weiß das schon. Aber also eine Sache. Dann geht es natürlich weiter. Ich habe mir das heute mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, während meiner Bahnfahrt nach Hause von der Arbeit. Zerstörer haben ja vor einiger Zeit durch den CV-Rework einen Teil ihrer Aufgabe verloren. Manche CV-Fahrer berichten heute noch davon, dass sie sich jetzt überflüssig fühlen, wenn ein CV in ihrem Match mit drin ist. Weil ja, um Spotten geht es ja nicht mehr. Ja, man hat eben nicht mehr diese dedizierte Aufgabe, die früher ein Zerstörer eben hatte, weil kein Flugzeugträger da war. Jetzt gibt es eine neue Aufgabe dann möglicherweise für Zerstörer, nämlich das Entdecken und Zerstören von U-Booten, ja, die Flotte zu beschützen, ja, vor Tiefwasserangriffen mit U-Boot-Torpedos, so eine Sachen. Oder man muss eben mit anderen Zerstörern zusammenarbeiten. Der eine hat das Echolot oder Hydro und der andere hat dann eben die Wasserbomben dafür oder keine Ahnung. Das ist natürlich jetzt alles nur Spinnerei, aber sowas in der Art könnt ihr mir vorstellen oder dass die Zerstörer sogar für ihren eigenen Flugzeugträger aufklären, damit der die Wasserbomben abwerfen kann. Weil auch sowas gab es ja. Also,
Da ist jede Menge neue Idee dabei. Und das bringt mich dann noch zum dritten Punkt. Die Komplexität, die Diversifikation im Spiel wird größer. Ja, auch das ist ja ein Ziel von Walking Dead, das Spiel abwechslungsreicher zu machen. Und das würde damit halt auch erreicht werden. Ne? Einmal im Spielmodus und einmal natürlich auch im Schiffstyp. Ja, und auch im Aussehen, logischerweise, würde das eben, ja, ins Spiel bringen. Das bringt natürlich auch die Gefahr, dass sich vielleicht der ein oder andere Spieler davon übermannt fühlt, vor allen Dingen dann, wenn dieses Spiel-Gameplay-Mechanik oder die Gameplay-Art nicht so intuitiv zu bedienen ist. Das war beim Flugzeugträgerspielen damals, also bei dem CV-Rework, schon schwierig. Das haben sie ein bisschen angepasst mit den ganzen Geschichten. Und auch diese Flak-Steuerung, die jetzt gerade adaptiert wird, die wird auch nur adaptiert, weil sie eben sehr, sehr schwierig zu steuern war in der Vergangenheit. Also für viele nicht intuitiv zu steuern war, sagen wir so. Und deswegen wird sie jetzt eben überarbeitet und gleichzeitig halt auch was am Schaden getan. Wichtig wird sein, die U-Boote in einer vernünftigen Art und Weise ins Spiel zu bringen und vor allen Dingen auch gebalanced ins Spiel zu bringen, dass das die Community eben nicht sofort abstößt, weil das wäre sicherlich ein Riesenproblem, wenn das passieren würde, ähnlich wie beim CV-Rework. Aber ich gehe davon aus, Wargaming hat gelernt, darum gehen sie den Weg, den sie jetzt hier beschrieben haben. Sie hatten das ja auch zugegeben nach dem CV-Rework, dass sie da ein paar Fehler drin gehabt haben in der Art und Weise, wie sie den CV-Rework ausgerollt haben. Und das werden sie sicherlich mit dem Modus hier überarbeiten und überdenken. Und sie hatten auch gesagt, dass sie viel mehr auf Spieler hören wollen. Damals beim CV-Rework, als sie sich da die Fehler eingestanden haben, da haben sie nicht so doll auf die Spieler gehört, das haben sie auch gesagt. Und sie müssten das nächste Mal oder wollen bei einem nächsten Modell, also so wie jetzt mit den U-Booten eben, mehr auf uns hören. Jetzt wollen wir hoffen, dass das so ist. Ich bin gespannt und aufgeschlossen, was die U-Boote betrifft. Mir hat damals das Halloween-Event eine Menge Spaß gemacht. Wenn ihr Bock habt, da mal auch mal reinzugucken von damals, dann verlinke ich euch unten natürlich ein Video oder poppt gerade oben auf. Da könnt ihr nochmal schauen, wie das Gameplay damals war. Vielleicht habt ihr damals noch gar nicht World of Warships gespielt und könnt dann einfach mal schon mal so ein bisschen Atmosphäre schnuppern. Ich habe auch die passende Musik da unterlegt zu. Also, ich danke jetzt für eure Zeit. Hoffe, es gab ein paar Informationen, die ihr vorher noch nicht hattet oder zumindest Gedankenanstöße, die ihr vielleicht so vorher noch nicht hattet. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet, dann lasst mir auch gerne ein Abo da, empfehlt uns gerne weiter, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal hier auf dem Seekrauts-Kanal. Euer Seekrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.